Ich freue mich sehr, lieber Ronald, dass du heute auf Besuch bei uns bist in Konstanz. Aus aktuellem Anlass. Heute haben wir einen ersten Fokus. Es geht um Schlaf. Schlaf, um Regeneration, Reparatur in der Nacht, Regeneration vom Gehirn, Wachstumhormonen, die eigentlich sogar eine DNA-Reparatur machen, aber auch ein gesunder Schlaf, der unser Immunsystem trägt und stützt und nährt. Wir kennen uns beide so ungefähr seit 2006. Da war ich dann aktiv mit der TSG Hoffenheim, dritte Liga, mit dem Ralf Rangnick. Dann kamen dort noch die Hockeys dazu, Mannheim, Bernhard Peters und Stefan Mücke. Du hast ja noch engen Kontakt damals gehabt zum Rainer Ebeyer mit Mainz. Dann auch nochmal mit Entspannungstechniken, mit der Sansamatte. Und das Spezialgebiet von Ronald war dort schon eigentlich Herzratenvariabilität. Das heißt, kann man Stress messen? Und wenn man von Schlaf redet, geht es immer auch um Stress. Denn Stress hemmt den Schlaf. Und zu wenig Schlaf macht uns wieder krank. Zu wenig Schlaf hemmt die Regeneration. Und im Profisport war das eigentlich der entscheidende Parameter, den man im Einzelsport schon länger durchgezogen hat. Da kennst du dich besser aus als ich. Je besser der Schlaf, umso besser die Regeneration, umso besser die Leistung am nächsten Tag. Aber umso schneller bin ich wieder für eine Leistung nach der Regeneration fit. Fußball wäre das dann die 3-4 Tage Abstand. Es gibt unterschiedliche Komponenten, die Ernährung, Trainingskomponente, aber eine wichtige Schlaf. Vielleicht erzählst du geschwind, wie du zur Herzratenvariabilität gekommen bist. Und du bist derjenige, der sich, soweit ich mich jetzt auskenne, am erfahrensten, richtig lange mit dem Thema auskennt. Und du das auch für den praktischen Alltag gut nutzen kannst. Mhm. Und dass du auch Dinge entdeckst, die man als Normalsterblicher gar nicht vermutet. Mhm. Ja. Also danke erstmal für die Einladung. Bin sehr gerne nach Konstanz gekommen, zumal ja auch die Autobahnen zurzeit alle sehr frei sind. Ja, und unsere gemeinsame Vergangenheit oder dort, wo wir immer wieder die Schnittpunkte haben, war natürlich der Sport und der Hochleistungssport. Und wie bin ich zur HRV gekommen? Es war damals der Mannschaftsarzt vom 05er, der Klaus Gerlach. Der hatte tatsächlich ein Gerät, wo ein Brustgurt dann Kabel abgeleitet wurden und dann über so einen Handheld-Computer gab es die damals, hat er dann gesagt, Ronald, das musst du dir mal anschauen. Und wenn es um Zahlen und um Kurven geht, und dann habe ich so eine besondere Motivation, dann immer zu gucken, was bedeutet das. Und kann man tatsächlich Gesundheit, Leben, Fitness oder sowas daraus lesen. Ich habe damals den Preis von dem Gerät gehört und habe das mehr oder weniger mit den Mitteln, die ich damals an der Universität hatte, mit dem EMG abgeleitet zum EKG und einer Analysesoftware habe ich das nachgebaut und habe das dann dem Klaus gezeigt und er war und sagte, wie so einfach geht das. Dann sage ich, ich weiß zwar noch nicht, was es bedeutet, ich finde das toll, aber nachgebaut habe ich schon mal. Und dann war ich angefixt von dem Thema, weil ich gedacht habe, also erstens kamen sehr viele Sachen, die ich nicht wusste, dass das Herz zum Beispiel denerviert, also außerhalb vom Körper von alleine schlägt, dass es da auch nochmal so Sicherheitssysteme gibt, wenn der eine der AV-Knoten ausfällt. Und dann irgendwann immer tiefer, und das ist ja für einen Sportwissenschaftler auch schon ein fremdes Gebiet, dann zu gucken, wie funktioniert das, dass egal was im Körper passiert, das letztendlich an der Herzfrequenz abzulesen ist. Und mittlerweile habe ich so ein Bild dafür, dass ich sage, der Körper ist ein ganz komplexes Orchester. Also wirklich, was weiß ich, 10, 15 Streicher, Tuba. Also das größte Orchester, was es gibt da in dem Orchesterkram. Jeder hat eine schöne Melodie, jeder darf mitspielen. Und die Herzfrequenz ist quasi das Resultat, ist quasi die Melodie, die da entsteht, wenn alle miteinander arbeiten. Für einen Laien, um das zu dirigieren, ist es im ersten Augenblick ein bisschen chaotisch, aber so mit einem Abstand sagt man, okay, das ist schön. Und so verstehe ich die Herzratenvariabilität. Und wenn man dann den zirkadianen Rhythmus, also den Rhythmus des Herzschlags über den Tag sich anschaut, sieht man auch, dass dann die unterschiedlichen Organsysteme immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bisschen mehr dürfen als die anderen. Also wie die Pauke dann irgendwann ihren Einsatz kriegt bei der Moldau, wenn es dann einmarschiert nach Prag,
Ist es Prag, ja. Und genauso ist es dann halt auch mit dem ganzen Organsystem. Und dann kann man tatsächlich rauslesen, oder man sieht ein sehr schönes Bild über einen sehr guten Schlaf. Also das ist, ja, ich habe da halt meine Bilder dazu im Kopf, ne, was dann schön ist und was dann auch funktioniert. Ja, und der schöne Schlaf, der ist eben messbar. Und dann gibt es eben im Gehirn Rhythmen, unterschiedliche Regionen vom Gehirn, unterschiedliche Rhythmen. Und wenn die sich synchronisieren, dann findet Regeneration statt. Ja. Dann kann eine Tiefschlafphase kommen. Dann kann tatsächlich Erlerntes vom Tag, sowohl kognitiv Erlerntes wie auch im Training Erlerntes, sich etablieren. Ja. Und wenn es gut gelingt, dann arbeitet es in der Nacht in einem anderen Modus als am Tag. Und wenn das gut abgelegt ist, dann wache ich am nächsten Morgen auf und bin fit. Wenn allerdings der Schlaf nicht gut ist, dann lässt sich das messen. Und das Schöne war jetzt, mit der Herzratevariabilität hast du eine einfache Methode, wenn man sie gut interpretieren kann, wo man das abbilden kann. Und das können wir aber dann parallel messen, auch mit dem Neurostressprofil. Das heißt, wir haben dann gesehen, wenn man schlecht schläft, ist man am Morgen erschlagen. Und dann kommt man nicht in Tritt und ist am Morgen einfach das Cortisol im Keller. Ja. Aber bei den Menschen, wo es am Morgen im Keller ist, ist es in der Nacht noch zu hoch. Im Profisport geht es jetzt darum, zum Beispiel auch im Speicheltest zu sehen, wie ist jemand für ein Spiel, für einen Wettkampf vorbereitet, kann er sich entspannen oder nicht. Und das andere ist, wie lange braucht er, bis er sich wieder entstresst. Und jetzt geht es um Verletzungsprophylaxe, aber es geht auch um Trainingsoptimierung. Und unsere Arbeitshypothese ist schon ganz früh war, man kann Entspannung und Regeneration trainieren. Ja. Aber ich kann sie nur trainieren, wenn ich weiß, wo der Ausgangspunkt ist. Deshalb war das für mich so wichtig, ja, das ist messbar, abbildbar und ich kann Dinge erkennen, die ich dann individualisieren kann. Mhm. Und in dem Zusammenhang war es dir eben auch möglich, Stress sichtbar zu machen. Ja. Und, manche Menschen wissen, dass sie gestresst sind. Stress ist manchmal höher, als sie denken. Ja. Aber manche wissen es gar nicht. Und der Stress ist auf jeden Fall chronisch über längere Zeit ein Hemmschuh für unsere Gesundheit, das Gehirn, das Gedächtnis, das Immunsystem und für die Leistung. Ja. Also das sieht man im Schlaf. Also einmal, dass die Art und Weise des Messens ist natürlich relativ einfach. Ich brauche kein Schlaflabor, wo ich erstmal 1-2 Nächte mindestens brauche, bis ich einen normalen Schlaf wieder produzieren kann, sondern wir messen mit so einem Kleinst-EKG. Also es ist tatsächlich, ja, es ist gut, dass man es fast nicht sieht, es ist sehr klein. Und das ist ein Einkanal-EKG und was mit einer hohen Auflösung, also mit bis zu 1000 Hertz, das EKG aufnimmt. Und dadurch ist das dann in der normalen Situation möglich. Ja, ich kann auch den Stress tagsüber aufnehmen. Also ich habe nicht nur die Nachtsituation, sondern ich habe auch die Einflüsse, warum das so ist. Also verarbeite ich, wenn dann höherer Stress nachts gemessen werden kann und er hat davor ein hochintensives Training gehabt, da kann man dann sagen, okay, vielleicht war das ja ein bisschen hoch oder es war, man sieht tatsächlich die Fenster, wenn jemand eine Auseinandersetzung mit seinem Chef tagsüber hat und dann sieht man dann halt auch, dann kann man ableiten, es ist kein kausaler Zusammenhang, aber wenn man andere Faktoren ausschließen kann und hat eine Wiederholungsmessung in einer anderen Situation, sieht man eindeutig. Der Stress, der nachts entstanden ist, der ist eindeutig darauf zurückzuführen. Und das Bild von der Nacht ist so, dass da harmonisiert sich ja der ganze Körper. Das heißt, wenn ich tagsüber eine Belastung hatte, was zum Stress im Körper führt, ist es alleine der Schlaf in erster Linie, der dafür sorgt, dass alle Reparaturmechanismen dann wieder zum Tragen kommen. Und wenn jetzt im ersten Stadium von dauerhaftem chronischem Stress das parasympathische System abgeschaltet wird, dann sieht man das. Das ist noch nicht so ein großes Problem, weil das kann man am einfachsten trainieren, weil da haben wir den sehr guten Zugriff. Schlimm wird es in dem Augenblick, wenn das sympathische System, und ich will jetzt nicht sagen, dass das, wenn man es als Gegenspieler sieht, wäre es Stress verursachen, aber im Grunde genommen ist es erstmal aktivierend. Also es ist die Grundlage von allem Leben. Und wenn das anfängt dann sich zu reduzieren oder wenn sogar dann Löcher drin sind, dass da überhaupt nichts mehr stattfindet, also ein Regulationsausfall stattfindet, dann kann man davon ausgehen, dass in erster Linie gerade das Cortisol
was produziert werden soll, um am nächsten Morgen, wenn wir auffangen können, in der Nacht schon verbraucht wird. Mhm. Und dann ist ganz, ganz typisch, derjenige wacht auf und ist gerädert. Genau, ja. Das war so ein klassischer Punkt. Ich eigentlich möchte gerädert, möchte erschlagen. Ja. Es gibt ein Fatigue-Syndrom, ja. Das ist ein offenes Tor für Autoimmunerkrankungen. Das geht in Burnout und Depressionen und es geht ganz sicher in den Leistungsabfall. Und das Spannende war, dass wir eigentlich viele Profis untersucht haben. Und wir haben die Profis gesehen, wie sie schlafen, wie sie trainieren, die haben sich bemüht. Aber bei dir ist dann rausgekommen, dass die nochmal ein ganz anderes, familiäres Problem gehabt haben. Bei einem war die Mama schwer krank. Ja. Am nächsten gab es eine Diagnose, dass der Vater eine Tumorerkrankung hat, die wahrscheinlich schlecht überlebt. Und dann merken wir, hey, die sind jetzt Hochrisikokandidaten für eine Verletzung. Ja. Und auch bei vielen Patienten müssen wir sagen, die Schlafgesundheit wird eine immer größere Rolle spielen. Ja. Wenig Schlaf und schlechter Schlaf ist eigentlich die Eintrittspforte für viele Zivilisationserkrankungen. Ja. Wir haben alle eine gute Reparatur, aber wenn der Schlaf wegfällt, fällt die Reparatur weg. Komplett. Und dann ist man einfach anfälliger. Deshalb eigentlich eine ganz tolle Technik. Jetzt nochmal zum Immunsystem. Wenn man schlecht schläft über eine längere Zeit, dann wird auch klar, dass die Immunkompetenz einfach um Faktor 4 in den Keller fährt. Deshalb in der Zeit ist das besonders wichtig. Was kann man tun für einen gesunden Schlaf? Was kann man tun, um den Schlaf zu fördern? Was kann man tun, um die Schlafarchitektur wieder voranzutreiben? Und vielleicht haben wir da noch ein paar Ideen zusammenfassen. Wie gehst du mit jemandem um, wenn du merkst, hey, der hat jetzt wirklich einen Schlaf, der aus dem Takt geraten ist, im wahrsten Sinne des Wortes? Was sind so die ersten Tipps? Ja, es kommt jetzt drauf an. Also ich beurteile das dann in dem Kontext, wo er lebt. Wenn das ein normaler Kunde ist, und dann schaue ich erstmal, wie regelmäßig er Sport treibt und welche Art von Sport. Weil tatsächlich die Entspannung nachts wird tatsächlich besser, wenn tagsüber eine Belastung da war, die strukturiert und systematisch ist. Also nicht der Stress ausgelöst durch den Chef, durch die Arbeit, durch die Frau oder den Mann im umgekehrten Fall, sondern wenn das Sport ist. Weil Sport bringt systematisch den Körper in eine Belastungssituation, wo alle Entspannungsmechanismen gleichzeitig reingehen. Es kommt zu einer kleinen Entzündung im Körper und die Entzündung ist quasi der Schalter dafür, dass der Körper jetzt sagt, alles klar, jetzt müssen wir anfangen zu reparieren. Beim Muskel ist es dann, dass er anfängt zu atrophieren, zu hypertrophieren. Und wenn ich dann in die Nacht reingehe, ist es die Möglichkeit, tatsächlich viele Wachstumshormone zu produzieren, um Tiefschlaf zu haben und dann sich zu reparieren. Das heißt, unsportlich würde ich sagen, komm, wir fangen mal mit Sport. Das ist das Erste. Und das Zweite ist auch dann körperlich, wo ich dann sage, okay, du brauchst auf jeden Fall Maßnahmen, um deinen Körper vor dem Schlafengehen runterzubringen. Und dann helfen dann meistens Übungen aus dem Kit, aus der Kraft und der Dehnung, die vorzugsweise einmal die Lymphaktivierung hochbringen. Das ist das eine. Und das Zweite ist tatsächlich dann spezielle Übungen, die es dann gibt, um den Vagusnerv zu stimulieren. Und die gibt es ja auch. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich hier einen Kopfwender habe und hier, ich weiß, dass der Vagus hier entlang läuft, kriege ich auf jeden Fall schon mal eine kleine Stimulation hin. Und das Dritte wäre dann, was in dem Rahmen von Sportwissenschaften dann tatsächlich möglich ist, mit Atemtechnik zu arbeiten und dann die geschickt da reinzugehen. Und alles andere ist dann tatsächlich in Zusammenarbeit mit Ärzten, wo ich dann die Betreuung übernehme, was dann Substitution anbelangt. Ja. Sehr schön. Ja. Über die kraftige Dehnungsübung in der Schnittstelle machen wir nachher noch mal eine kleine Einheit. Ja. Hier zum Abschluss haben wir noch mal ein schönes Bild. Da kommt jetzt eine zusätzliche Komponente dazu. Das heißt, möglichst wenig Stress am Abend, möglichst wenig Licht und Fernseher am Abend. Und dann tatsächlich vielleicht noch eine entspannende Musik am Abend. Aber vor allen Dingen einen Feind abends, nachts sollte sie meiden, das ist der Zucker. Also kurzkettige Kohlenhydrate abends, die schalten Insulin an, aber dann wird Insulin nicht anabol, sondern es wird zu Masthormon. Dann schaltet es diese Reparaturhormone, Schlafhormone, Entspannungs- und Glückshormone wie Melatonin und Serotonin ab. Und dummerweise
dann sind die dann am Morgen noch aktiv und nicht dann beim Aufstehen. Und nochmal zu deiner Erläuterung, hier passt es wunderbar, wenn man am Abend nochmal mit Kraft in der Dehnung die Übungen macht. Und dann gibt es eigentlich nochmal eine gute Möglichkeit, auch mit Atemübungen dann zu arbeiten. Aktuell gibt es tatsächlich noch was aus dem Profisport. Das haben wir gelernt von den Biochemikern und von der Apotheker. Es gibt sozusagen Pre-Bedtime-Protein-Shake. Also tatsächlich am Abend keine Kohlenhydrate, vielleicht ein paar Nüsschen. Aber wenn man jetzt einen Protein-Shake noch zu sich führt, der dann eigentlich die Wachstumshormone, Immunglobuline und die Bodenstoffe antreibt, dann ist das eigentlich nochmal die Reparaturwerkstatt, die dann richtig zusammengebaut uns Gesundheit garantiert. Der Reto Kressig, das ist ein Geriater, der in der Zeit eigentlich ein großes Krankenhaus leitet in Basel, der sagt, esst Eier. Das heißt also, man muss nicht unbedingt einen Proteinshake haben, das wäre der abschließende Tipp, ja, esst Eier. Und zu dem Zeitpunkt bedanke ich mich jetzt erstmal. Okay. Und wir sehen uns in 5 Minuten wieder für den nächsten Clip mit Kraft in der Nähe. Vielen Dank, Jürgen. Gerne.